Ihr könntet Probleme kriegen, solltet ihr Nieten in eurer Tombola haben. Viel, viel Essen. Ja, das ist aber ein guter Punkt. Also ich kenne halt auch Zeichnerstände, die haben sehr viele persönliche Sachen auf ihrem Zeichnerstand liegen. Kann ich natürlich auch verstehen, weil das Ding ist verdammt klein. Also ein Zeichnerstand ist wirklich klein, so wie er jetzt halt ist. Und man muss natürlich auch sein ganzes anderes Zeug irgendwie so organisieren, dass man es irgendwie handhaben kann oder so. Und das ist halt echt schwierig. Und deswegen tut man es dann halt auch teilweise echt auf dem Tisch. Aber ich kann eben auch verstehen, dass es irgendwie dann für denjenigen, der dann an den Tisch kommt und sich den betrachtet, dann natürlich auch ein bisschen komisch ist, wenn da irgendwie ein Ding mit Pommes steht oder ein Becher mit Cola oder so. Das ist, also kann man natürlich so und so sehen. Ich versuche es immer zu vermeiden. Und wenn, dann versuche ich halt meinen Tisch so aufzubauen, dass ich irgendwie so eine kleine Barriere habe, wo die Besucher das nicht einsehen können, aber wo ich dann meinen Zeug dahinter tun kann. Hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Weiß ich nicht. Was mich im Übrigen auch sehr gefreut hat, war die Frage 7. Da habe ich gefragt, wie ihr es findet, dass Colon-Zeichnungen Geld kosten. Da haben die meisten darauf geantwortet, dass sie es sehr gut finden, weil es halt den Zeichner unterstützt. Das heißt, mir zeigt das eigentlich bloß, dass ihr wirklich ein Verständnis dafür habt, dass es halt teilweise Zeichner gibt, die auch auf das Geld angewiesen sind und die den Support wirklich brauchen. Also man muss es natürlich unterscheiden. Es gibt sehr viele Zeichner auch auf Conventions, die machen das rein hobbymäßig. Die machen das einfach nur, weil es ihnen Spaß macht, weil die gerade mal Zeit haben oder weil die ein kleines bisschen Taschengeld brauchen, weil sie sich, keine Ahnung, neue Jeans kaufen wollen, weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung, die machen es halt einfach nur, weil sie Spaß an der Freude haben. Es gibt aber halt auch Zeichner auf Conventions, die sind wirklich darauf angewiesen, weil die das, dazu zähle ich, als Job mal wirklich machen wollen, weil die das hauptberuflich mal machen wollen oder nebenberuflich machen wollen und die sind auf den Support und auf das Geld sind die wirklich angewiesen und die sind euch 1 Milliarde Mal dankbar dafür, wenn ihr sie mit Conon-Einträgen, also mit bezahlten Conon-Einträgen unterstützt. Mich freut es, ich bin hoch erfreut darüber, dass wirklich der Großteil von euch ein absolutes Verständnis dafür hat, dass Conon-Einträge Geld kosten und dass man sie bezahlt und dass man damit den Zeichner supportet. Ich kenne einige wenige, die wirklich, die dafür überhaupt kein Verständnis haben. Die halt immer noch so eher so drauf sind, ja, das ist ja eine kleine Zeichnung, die macht er in 5 Minuten, warum soll ich dem dafür 10 Euro bezahlen? Also erstens mal, Zeichnungen macht man nicht in 5 Minuten. Die Zeichnungen, die man, also das war vielleicht in Zeiten so, wo es wirklich eher so, wo ein Conon-Eintrag mehr nur sowas wie ein Autogramm war. Dass man jetzt mal fix zeichnet, also man macht jetzt ein Autogramm und da zeichnet man noch so eine kleine Figur daneben. Das macht man in 5 Minuten. Aber die Conon-Einträge, die man jetzt zeichnet, als richtiger Zeichner, die gehen auf jeden Fall über die 15 Minuten hinaus. Und teilweise sitzen da auch Zeichner schon fast eine Stunde da dran. Und geben sich da wirklich Mühe und machen und bla. Ich habe dann halt auch später noch die Frage gestellt, wie viel ihr bezahlen würdet und so. Und es geht halt wirklich in diese Richtung, absolut gerechtfertigte Preise für das, was angeboten wird. Und wie gesagt, mich freut es, dass bei euch ein Verständnis dafür komplett vorhanden ist. Props an euch. Oh, hier steht noch, bin leider zu schüchtern, um zu fragen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ich gehe jetzt mal nur von mir aus. Aber ich kenne sehr viele Besucher, die zu mir kommen und die zu schüchtern sind, zu fragen. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz lieb, ich bin ganz zahm. Ich bin dann eher diejenige, die zu schüchtern ist, euch anzusprechen. Also ich weiß nicht, mich kennen jetzt mit Sicherheit schon viele, die haben mich schon auf Conventions erlebt und die wissen, dass ich immer so da sitze und erstmal nichts sage. Und lieber erstmal nur frage, ob ich irgendwie helfen kann und dann sage ich aber auch nichts mehr. Also ich habe eher ein Problem damit, andere anzusprechen. Habt ihr nicht auch noch ein Problem damit? Wir kommen sonst in keinen Dialog. Helft mir! Ich bin schüchtern. Ja, es ist schwierig als introvertierte Person in einer extrovertierten Welt. Sehr gut, allerdings sind viele Zeichnungen und Co. einfach überteuert. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich würde es halt einfach so handhaben, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das, was ihr jetzt für eine Conhan-Zeichnung bezahlt, gerechtfertigt ist,
Orientiert euch einfach daran, was andere Zeichner auf dieser Convention dafür verlangen. Denn das ist eigentlich so eine ganz gute Richtlinie. Die Zeichner, die haben immer Schilder, also die meisten zumindest, die haben immer Schilder stehen. Und auf den Schildern steht meistens drauf, Skizze, Outlines, farbig, Headshot, Ganzkörper, pro Person etc. Da steht immer so in etwa drauf, was sie dafür verlangen. Und dann geht einfach mal eine Runde rumgehen, guckt euch die ganzen Schilder an und dann könnt ihr schon in etwa abschätzen, was so dieser Durchschnittspreis ist, den man für eine Zeichnung bezahlt. Hier hatte ich gefragt, ob du schon mal das Gefühl hattest, mit Losen bei einer Tombola betrogen worden zu sein. Vielleicht noch das zur Erklärung. Es hat sich irgendwie in letzter Zeit immer so eingebürgert, dass es auf Zeichnerständen immer so Tombolas gibt, wo sie ihr Zeug, was sie auf ihrem Tisch liegen haben, verlosen. Also da gibt es so kleinere Sachen, dann gibt es auch welche, die haben Nieten mit drin. Obwohl ich es von Dylan gelernt habe, also ich persönlich hatte in meiner Tombola nie Nieten drin. Also wenn, dann gab es entweder einen Trostpreis oder halt irgendwas anderes, aber Nieten gab es nie. Und Dylan hat mich jetzt tatsächlich darüber aufgeklärt, dass sobald man Nieten in seiner Tombola hat, das als Glücksspiel gilt und dass es eigentlich verboten ist. Also vor allem bei Minderjährigen ist Glücksspiel eigentlich verboten, sobald es Nieten gibt. Und deswegen vielleicht der Hinweis an alle Zeichner, die das hier sehen, ihr könntet Probleme kriegen, solltet ihr Nieten in eurer Tombola haben. Also es ist natürlich wieder von jedem selber abhängig, wie er es macht. Ich habe schon rein aus den Gründen keine Nieten in meiner Tombola, weil ich das einfach blöd finde. Wenn jemand mir Geld gibt, dann soll er auch was dafür zurückbekommen. Also so war mein Gedanke jetzt einfach nur. Und aber ich habe halt jetzt mal gefragt, ob man generell mit Losen, die man bei einer Tombola gezogen hat, auf einer Convention, ob ihr schon mal das Gefühl hatte, damit betrogen worden zu sein. Auf welche Art und Weise auch immer. Da kamen auch ganz viele Antworten. Die meisten haben Nein gesagt. Es gab aber halt auch ein paar, die hatten tatsächlich das Gefühl gehabt. Die haben geschrieben, überteuert und das, was gewonnen wurde, war Schwachsinn. Kann ich verstehen, dass man sich über sowas ärgert. Ich meine, man muss es halt immer so vom Zeichner abhängig machen, ab wann was Schwachsinn ist und auch an dem Geschmack von dem Besucher. Also das ist schwierig einzuschätzen. So der Durchschnittspreis von einem Los ist 1 Euro oder 1,50 Euro. Meine kosten 1 Euro. Ich persönlich mache es so, meine Lose kosten 1 Euro, weil das auch der Preis ist für den preisgünstigsten Artikel, den ich anbiete. Weil ich sehe es halt so, wenn du ein Los kaufst, dann bezahlst du mindestens den Preis, den du auch bezahlt hättest, würdest du das preisgünstigste gewinnen, was ich da habe. So dass du quasi überhaupt keinen Verlust hast, hättest du bei mir auch sowas gekauft ohne das Los. Dass ihr auf jeden Fall mindestens mit was Gleichwertigem oder mit einem Plus rausgeht. Ich muss im Übrigen dazu sagen, lasst mich nicht losen. Ich bringe Unglück. Manchmal kommen ja auch Besucher, die ziehen ein Los und die sagen, hier zieh mal du. Einfach nur aus Spaß oder irgendwas in der Art. Und dann ziehe ich. Ich habe noch nie einen Hauptgewinn gezogen. Also meinen eigenen Hauptgewinn. Ich schaffe es nicht, meinen eigenen Hauptgewinn zu ziehen. Ich sitze halt immer so da und entschuldige mich dafür, dass ich so einen Scheiß losgezogen habe. Ich kann nichts dafür. Ich sehe doch nicht, was ich ziehe.